So, liebe Teilnehmende, es geht nochmal in die Endrunde. Wir möchten gerne einige Themenbereiche, Perspektiven und Punkte mit Ihnen hier in die Runde werfen. Ich freue mich, dass wir nochmal eine bunte Runde dazu hier zusammenbekommen haben mit Herrn Kistenich-Zerfass, mit Marie West, die uns zugeschaltet ist, mit Herrn Strilitsch hier vor Ort und Herr Fischer ebenfalls zugeschaltet. Wille Kajana ist ja bei uns und Ursula Hartwig ebenso. Ja, ich möchte ganz gerne an dieser Stelle noch mal ein bisschen auf den Titel dieser Tagung eingehen: Originalerhalt in Perspektive. Und vor dem Hintergrund des Gesagten wollen wir nun einen Blick in die Zukunft werfen und das zunächst auf diesem Panel und dann gerne auch mit Ihnen, liebes Publikum. Wir lassen diesen Chat jetzt einfach ganz offen hier für alle mitlaufen und schauen mal, was sich da so ergibt. Und ich würde alle Beteiligten auf dem Panel jetzt bitten, zu folgendem Punkt einfach mal eine Minute plus minus ein paar Gedanken mit uns zu teilen. Die Frage ist, was ist denn die größte Herausforderung des Originalerhalts im 21. Jahrhundert? Wo liegen die Prioritäten oder an welcher Stelle sollte direkt verstärkt unterstützt werden? Das ist eine Frage an unsere ExpertInnen hier vor Ort und die uns zugeschaltet sind, aber liebes Publikum, auch an Sie. Sie können uns Ihre Gedanken gerne in den Chat dazu schreiben. Wer möchte denn anfangen? Nicht alle auf einmal, bitte. Johannes Kistenich-Zerfass als Leiter des Hessischen Staatsarchivs Marburg, der ja auch schon einige Jährchen in dieser Welt unterwegs ist. Schauen Sie doch mal in die Kristallkugel. Naja, der Blick in die Kristallkugel kann ja gut ausgehen von dem, was wir in den vergangenen 2 Tagen miteinander besprochen haben. Wir haben gesehen, dass es ein komplexes System ist, das wir zu managen haben, dass es aber nicht unbedingt in dem Sinne kompliziert ist, dass es unlösbar sei. Und ich denke, wo wir auch gerade heute im ersten Teil des Tages noch mal manche Verfahren, Instrumente und Möglichkeiten gesehen haben, ist es doch eigentlich erstmal eine gute Startbasis für die Zukunft, dass wir so viele Instrumente haben, sowohl zu planen als auch wirklich durchzuführen Maßnahmen. Und ich will es vielleicht mal in so ein Bild einer Sportmannschaft bringen. Wir sind so etwas wie ein Trainerstab für diese Aufgabe. Und wir sind für die Erhaltung des Kulturguts verantwortlich, weil das Kulturgut erhält sich nicht von selbst. Jetzt ist es doch die Frage, sozusagen, wen stellen wir auf in der Mannschaft für die nächsten Jahre? Und ich glaube, da ist es eben wichtig, ein Zusammenspiel von verschiedenen Instrumenten und Maßnahmen zu haben, um ja vielleicht auch wirklich zu sagen, maßgeschneidert die Probleme angehen zu können. Und wir wissen, das ist wie in einer guten Fußballmannschaft auch. Es reicht nicht, wenn man einen Spitzenspieler hat, sondern es kommt auf das gesamte Team an und die Maßnahmen müssen zueinander passen. Und nur dann steht sozusagen eine Mannschaft auf dem Platz, wo wir hoffentlich dann in 10 Jahren sagen können, in diesem Zusammenspiel, wo wir jetzt starten, das sicherlich am Instrument größer werden muss, spielen wir hoffentlich dann Champions League und nicht Kreisliga. Ein schönes Bild. Herzlichen Dank dafür. 10 Jahre KEK, eine Koordinierungsstelle, die ja auch das schon in Teilen tut, mit Modellprojekten, aber auch skalierbaren Infrastrukturen, um zu zeigen, was es alles gibt, ein wenig zu steuern, ein wenig zu lenken. Mich würde interessieren, Marie West als Leiterin der Abteilung Bestandserhalt der Königlichen Bibliothek in Dänemark. Wie schauen Sie auf das Gesagte, auf die Perspektiven, die hier eröffnet worden sind zum Thema? Thank you. I have enjoyed a lot the last 2 days of presentations. And what always struck me in these conferences are the similarities in the way preservation moves forward. What are our worries and how do we analyze them? But it's also struck me, even though that the conservation field is very much international orientated, in some cases, we have chosen very different ways. And
I think it's based in the history of the libraries and the archives, but also in the history of the way we educate conservators. How old are our universities or academies for conservation? Are they grown out of a craft, or how it's really interesting how conservation is influenced by our societies. For example, in Denmark, the bookbinder craft, it more or less died out in the library with the old generation of bookbinders. And there were conservators taking over, coming from the School of Conservation. So bookbinding was had a very weak stand in Denmark. But the conservators were there to take over. So we had like 10 years in the 90s in the library to work together. And one declining, another coming up. But I think also the institutions should look at the way decisions are taken. I have worked 17 years to consider in the library how do we come forward with preventive, because preventive is the way we can. It's better for the object when we prevent damage rather than treat because of a damage, because it's we change the original object, and that we should avoid, I think. And we do have huge collections, so out of budget reasons, you can't possibly treat too many individual objects. But out of all the decisions taken during these years, I think the most important one was actually taken in the 1990s, because the director of the library took the decision to hire academic conservator with the theory and the skills of a conservator. And that head of department actually could access the directory board and convince the directory board, because preventing, it's about convincing your colleagues, if it's the director, the board, the staff, your colleagues. It's every day convincing and arguing in the good way. The conservators cannot control every action in a library where even the readers handle the originals. So somehow one should give the skill and the knowledge the right space and influence in an organization. Thank you so much, Marie Vest from Denmark. Matthias Srilic, als eigentlich von Hause aus Chemiker, der den Blick über den Tellerrand für uns ja in sehr faszinierender Art und Weise auch hier getätigt hat mit Netzwerkvorstellungen, was alles schon auf dem Wege ist in Sachen Kooperation. Wir hörten gerade von Marie Vest nochmal, wie sehr die Frage des Originalerhalts auch an Gesellschaften gebunden ist, an gesellschaftliche Prioritäten, wahrscheinlich auch innerhalb von Ländern, kann ich mir vorstellen. Sind diese unterschiedlichen Mentalitäten auch ablesbar für Sie in dem, was Sie international alles erleben, und mit Hinblick auf Perspektiven, die wir brauchen für den Originalerhalt, vielleicht noch einige Gedanken? That's a really, really interesting question. Thank you very much. A few years ago, we did a large study of attitudes towards long-term preservation, and we repeated some of that questionnaire in different countries. And very, very surprisingly, in terms of how conservators as well as lay people think about long-term preservation, there weren't big differences. So as a society, it seems that we have quite a homogeneous view of where our future lies. And it's beyond the three generations that we can identify with. So my children, my grandchildren, but the future beyond that I cannot identify with anymore. So for the majority of people, the long-term future is 100 years and beyond. Now, that is a future that we can't imagine very well. We can model that future, but
it is very difficult to imagine. And in a way, the way we as conservators, restorers, need to think about that future is very similar to how climate scientists think about climate. There are models, there are strategies, but how we individually make our choices depends on us. And individual institutions make their own choices. And as Marie just said very eloquently, those choices can be very different. There is science supporting certain decisions, but not all decisions are made on the basis of scientific research, as we well know. And I think that the single most important challenge that we have is to decide as a society where and how far into the future we're prepared to think and invest. And once we make that decision, then scenarios exist to make decisions easier. Thank you very much. Ich würde ganz gerne auch Ulrich Fischer diese Frage stellen, der Herausforderungen, die sich stellen in Sachen Originalerhalt im 21. Jahrhundert. Wo sehen Sie wichtige Bausteine oder Stellschrauben, will ich es mal nennen, perspektivisch? Ja, vieles ist gesagt worden, was ich auch für ganz entscheidend halte. Das Thema Prävention ist eins, über das wir weiter nachdenken müssen. Mich hat auch der Vortrag von Frau Leisner wieder sehr nachdenklich gemacht. Ich glaube, dass wir Prävention auch weiterdenken müssen unter den Rahmenbedingungen des Klimawandels und dass wir vielleicht mit den Dingen nicht unbedingt ans Ende kommen, die wir im Moment an Maßnahmen dafür vorsehen können. Wir haben in Deutschland in diesem Jahr eine Hochwasserkatastrophe der besonderen Art dadurch erlebt, dass wir eben Starkregenereignisse hatten, die auch zur Gefährdung, zum Teil vielleicht auch zum Verlust von Kulturgut geführt haben. Das ist ein Thema, was wir bisher in Deutschland nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Und deswegen glaube ich, ist das Thema Vorsorge für solche unerwarteten Notfälle, die uns weiter ereilen werden, ganz, ganz wichtig. Das ist hier, glaube ich, noch nicht gesagt worden, aber ich würde es gerne mit in dieses Panel nehmen, weil ich glaube, dass das eine der großen Herausforderungen auch für die Zukunft ist. Ein weiterer Punkt, der mir in dieser Runde auffällt, insbesondere wenn ich sie abgleiche mit Entscheidergremien, wie wir sie in den deutschen Archiven und Bibliotheken haben, ist der, den Marie West auch gerade angesprochen hat. Wir brauchen eine Augenhöhe von Restauratorinnen, Restauratoren und Bibliothekarinnen und Archivarinnen. Es kann auf die Dauer nicht sein, dass sozusagen letztlich die Entscheidung auch ohne Fach- und Sachverstand getroffen werden können. Ich kann aber andererseits sagen, dass natürlich sowohl von der Ausbildung als auch vor allem in den letzten Jahren von dem tatsächlichen Austausch her, ich glaube, in beide Richtungen schon, zumindest in Deutschland, sehr, sehr viel Information und Kompetenz hin und her geflossen ist. Aber das muss weitergehen. Und wie gesagt, diese Augenhöhe erscheint mir wichtig und erscheint mir auch sozusagen im Rahmen unseres Kolloquiums hier deutlich geworden zu sein. Und zum Schluss sind mir drei Begriffe von Jacob Nadal im Gedächtnis geblieben, die ich gerne auch nochmal einfach hier reinbringen möchte, weil ich glaube, dass sie die Arbeit weiter bestimmen werden. Das eine ist das finite Budget, also finite budget, hat er gesagt. Also endliche Menge an Geld, die wir zur Verfügung haben werden. Und er hat daraus die Konsequenz gezogen, nicht, dass wir sozusagen im Vorhinein schon Archivalien oder Bibliotheksgut quasi abschenken, indem wir sagen, wir haben dafür kein Geld, die entsprechenden Maßnahmen durchzuführen, sondern er hat gesagt, die Maßgabe seiner konservatorischen Maßnahmen ist immer die Erhaltung aller Optionen. Das kann Prävention sein, aber ich halte das für auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den wir auch im Blick haben sollten. Und zum Schluss haben wir hier auch noch nicht untergebracht das Thema On Demand. Wenn wir uns Gedanken darüber machen, welche Gruppen, Sammlungen, Bestände aus unseren jeweiligen Institutionen vielleicht Vorrang haben, dann sollten wir die Nutzung nicht aus dem Blick verlieren. Wir haben eindrucksvoll gesehen,
wie disparat sozusagen die Nutzungsintensität der Objekte sein kann. Und weil das so ist, glaube ich, dass wir auch und speziell für On-Demand-Fragen offen sein müssen, dafür Prozesse entwickelt haben müssen und auf keinen Fall unsere Nutzer aus dem Blick verlieren sollten, die genau darauf Wert legen. Ulrich Fischer vom Kölner Stadtarchiv. Ich danke Ihnen nochmal für die Sicht auf die Nutzerinnen und Nutzer. Darf man natürlich nicht vergessen. Da kommen wir auch schon, glaube ich, ganz gut zum finnischen Beispiel wiederum. Die Digitalisierung von vielen, vielen Dokumenten, wie sie uns Ville Kajaana ja eindrücklich hier vorgestellt hat. Was ergibt sich aus alledem, was Sie die letzten zwei Tage gehört haben für die nächste Zeit? Wo sehen Sie die großen Herausforderungen in Sachen Originalerhalt, Ville Kajaana? Well, just to begin, to sum it up, I think digitization improves the preservation of the documents in the sense that once you have the digital copy, you don't have to use the original one, or original one. And of course, then you're more prepared to different catastrophes because you have both digital and the analog copy. Well, in case of disposal-oriented digitization, of course, you have to be really careful what the intrinsic value and what documents are chosen for this production. But also, this production, I think, improves preservation in the sense that after that one, you can concentrate on with the repositories on the documents that will be saved on analog format. And as we have heard today from Chris Woods, different information about the conditions of storage rooms and so on. So that is important. What I think is the maybe most difficult question is the future. Who can control documents that are lying, so to speak, in different environments or in different systems? And I'm referring to different digitization systems, at least we are running. So as I said, we have our mass digitization production, which means that we pick up some documents from our agency's repositories. Let's say we take like a 500 shell meters or 1 kilometer of the material. There will be left like 5 kilometers of material. Then we digitize these 500 meters this year, maybe next year. How about the rest? They might be digitized like in 25 years in different service, not in our service, but in other service of NAF, or they might be digitized completely in different way. The agency could digitize themselves. And then there will be also some documents that will remain in analog format, 1 or 2%. Who can control this complexity? Who can make the customers to understand where you can find certain documents? And still, they all are connected together because they have been produced in certain agency. So this is the question. This is the problem I'm thinking of. Ja, eine Frage der Koordinierung und Information. Wenn wir bei der Koordinierung sind, kommen wir natürlich jetzt zur Gastgeberin dieser Tagung, Ursula Hartwig. Ich habe jetzt bewusst erstmal so ein bisschen eingesammelt und würde Sie gerne fragen, ja, als eine, die auf der Arbeitsebene konzeptionell mit der Gründung der KEK betraut war, sie leitet seit 2001 und jetzt auch diese Tagung maßgeblich vorbereitet hat. Welche Learnings ziehen Sie aus dem, was wir hier gehört haben, für die nächsten Jahre? Ich muss mal gucken, wirklich diese ganz vielfältigen, wunderbaren Eindrücke zu sortieren, mal schauen, was jetzt sofort da jetzt bei mir rauskommt. Es sind so schöne Vorträge, so vielfältige Themen angesprochen worden. Ich fange auch mit einem Zitat von Jacob Nadal an, Eternity happens one year at a time. Und es sei mir verziehen, wenn ich auf die bundesweiten Handlungsempfehlungen gucke, diese nationale Gesamtstrategie, die wir ja den Auftrag hatten, den Luxusauftrag hatten, zu schreiben, durften wir schreiben. Und es ist ja auch gesagt worden, es ist ein Jahrhundertprojekt. Das ist nicht Eternity, das ist aber ein Jahrhundertprojekt. Und deswegen haben wir diese 1%-Empfehlung theoretisch da reingeschrieben. Und ein Wort, was auch die letzten, heute besser gesagt, genannt war, ist dimensionsgetreu. Wir haben versucht, Dimension zu ermessen, um eben das, was in den Archiven und Bibliotheken Deutschlands schon geschädigt oder auch gefährdet ist, für die Zukunft zu retten, für die Eternity zu retten, haben da jetzt 100 Jahre drauf gesetzt mit einer Prozent
Zahl versehen pro Jahr. Das wäre das, was wir anstreben wollen. Das meinen wir ja nach wie vor ernst, auch wenn es eine politische Zahl ist, zugegeben. Wir haben versucht, alle möglichen Dimensionen zu berücksichtigen, aber jetzt komme ich natürlich auch, erinnere ich auch sehr gerne an den Vortrag von Frau Leisner, das Klima ist natürlich eine Position, die noch ganz anders mit berücksichtigt werden muss. Ich habe ja auch nicht ganz unbewusst ein Notfallbild in das kleine Intro für die KEK reingesetzt. Das bewegt uns, weil wir letztlich ja auch durch eine Katastrophe mit entstanden sind. Da hat sich wirklich eine ganz positive Kraft dann ja daraus entwickelt, dass bundesweite Katastrophen bewältigen, ist wirklich ein großes Thema. Insofern, glaube ich, gibt es noch mehrere Dimensionen, die zu berücksichtigen sind, auch wenn wir unsere Handlungsempfehlungen, glaube ich, redlich geschrieben haben, aber es ist natürlich nicht alles eingetragen worden. Und noch ein weiteres Wort hat mich doch nachhaltig bewegt, was natürlich auch schon vorher bekannt war, aber man kann es jetzt einfach auch nochmal durch diese verschiedenen Ansätze nochmal neu einordnen, die Ressourceneffizienz. Und da kommen wir auch aufs Geld zu sprechen, weil das ist ja was uns als KEK auch bewegt. Was können wir mit dem Geld machen, was uns zur Verfügung gestellt wird? Was wird uns in den nächsten Jahren zur Verfügung gestellt? Wie können wir erklären, dass wir mehr brauchen? Das ist ja eine Frage auch der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Steuergeldern. Und ich glaube, das müssen wir wirklich auch auf zwei Ebenen betrachten. Einerseits haben wir jetzt Verfahren, die wir einsetzen können, die man priorisieren kann, indem man auch über die Bestände halt geht, was nimmt man als erstes, was kann man auch in die Zukunft, da sind wir ja schon wieder, in die Zukunft schieben. Das heißt, dass man da noch, sind ja schon richtig gut belastbare Wege, aber ich glaube, dass es auch noch mehr Einrichtungen mit berücksichtigen, sich damit zu sortieren, sich damit zu priorisieren. Priorisieren ist ja wirklich auch ein ganz wichtiges Wort. Also sozusagen mit den vorhandenen Mitteln Ressourceneffizienz herstellen, also auch mit den vorhandenen Verfahren, aber jetzt gucken wir eben auf 10 Jahre KEK zurück und haben, manchmal erschrickt man sich ja selber, 18,5 Millionen Euro rausreichen können. Wie ist das denn passiert? Es ist schon da. Und wir möchten natürlich auch, dass es mehr wird. Wir haben ja nicht, ne, diese politische Zahl, 63,2 Millionen Euro bräuchte es pro Jahr, um diese 1%-Empfehlung wirklich auch umzusetzen. Wir brauchen mehr Geld, aber wir möchten dieses Geld ja auch wirtschaftlich eingesetzt sehen. Und da merken wir jetzt natürlich auch über die Jahre, wo ja auch größere Mengen Projekte laufen, es braucht da Weiterentwicklung. Wir können nicht einfach sagen, wir wissen jetzt schon, welche Verfahren wir haben, die setzen wir für die nächsten 50, 70, 100 Jahre ein, sondern nochmal auch diese Jugend dieser Wissenschaft oder dieses Herangehens mit Verfahren, Objekte zu behandeln, da ist ja schon in den letzten 20, 30 Jahren so viel passiert. Wir müssen das ja weiterentwickeln und insofern auch damit Sorge tragen, dass Steuergeld, was uns in die Hand gegeben wird, auch effizient eingesetzt wird. Und da denke ich, sind wir wirklich an einem Punkt angekommen, zu sagen, wir brauchen auch Geld für Verfahrensinnovation, das heißt Forschungsgeld. Wir haben einerseits gesehen, dass wir mit Forschungsmitteln, also mit dem Forschungsblick in die Objekte reingucken können und Dinge sehen können, die auch ganz wichtig für die Erkenntnis sind, diese neuen Sichten, aber dass man Verfahren auch weiterentwickeln muss. Und ich glaube, das ist was, wo wir dann auch vielleicht in 10, 15, 30 Jahren sagen können, wir haben rückwärts guckend auf 2021, da haben wir jetzt neue Verfahren mit angebracht, die eben den Einsatz der Mittel auch viel effizienter noch gestalten lässt. Da ist, glaube ich, wirklich, auch eine Schutzverpackung hat sich ja weiterentwickelt in den letzten Jahrzehnten, da ist noch viel Luft nach oben. Und das wäre was wir, glaube ich, noch einholen müssen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Also, jetzt gibt es hier ein, zwei Fragen zum gesteckten Ziel von 1% gleich. Eine Frage, hier wird noch eingeworfen, beim soeben veröffentlichten Koalitionsvertrag stellt sich auch die Frage der Kontinuität des Bestands der Förderlinien in Deutschland. Ja, in der Tat, da sind wir auch sehr gespannt, haben probiert, das in der Pause schnell schon mal rauszukriegen, sind aber nicht so ganz weit gekommen. Aber ich hoffe, da wird sich demnächst dann auch was eröffnen, was uns weiterbringt. Nochmal kurz zu den 1%, da ist nochmal der Einwurf, ja, die europäischen Fördermittel, welchen Anteil könnten die in Zukunft haben, dass wir dieses gesteckte Ziel sozusagen beibehalten, erreichen oder gar ausbauen? Im Prinzip ist es das, was wir gerade gehört haben von Ursula Hartwig, denke ich, ne? Ganz genau. Hier haben wir nochmal oder dazu noch ergänzend? Ja, ich denke, das sollte man auch zweigleisig angucken. Auch jetzt Blick auf das, wie im Moment Fördergelder in Deutschland, sozusagen deutsche Steuergelder dafür gefunden werden können. Es braucht ein flankierendes Programm, was eben die Desiderate, die sich in unseren Förderungen ja auch zeigen, auffängt. Und EU, das zusammenfinden, da fand ich natürlich wirklich auch den Vortrag von Mattia wieder
erschreckend. Es waren bezaubernde und erschreckende Momente, ne? Also das, dieser weiße Fleck auf der Landschaft, das kann ja gar nicht sein. Das muss sich entwickeln. Aber es ist natürlich schon auch mehr Anlauf erforderlich, um EU-Gelder hereinzuholen. Und ich finde, wir sind Deutschland intern auch verpflichtet, dort Mittel zur Verfügung zu stellen, um eben, wie gesagt, auch die nächsten 18,5 Millionen Euro mit einem guten Gefühl verausgaben zu können. Wir haben natürlich ein gutes Gefühl, aber es kann noch besser werden, glaube ich, indem man die Verfahren noch optimiert. Insofern, sowohl EU wie aber auch Deutschland intern, denke ich, ist es wichtig, dass sich da noch was entwickelt. Da würde ich gerne noch mal kurz anhalten, Verfahren optimieren, auch Fragen in die Runde. Wo sehen Sie da tatsächlich noch irgendwie Konstruktives weiterkommen, ja, wenn wir über Verfahren sprechen? Und liebes Publikum, noch mal der Appell an Sie, wenn Sie direkt noch mal Fragen haben zu dem einen oder anderen Thema, reinschreiben bitte in den Chat. Ich schaue einfach mal, wer möchte noch ein bisschen was zu den Verfahren sagen? Wo sehen Sie noch wichtige Stellschrauben? Wo könnte noch nachgeregelt, nachjustiert werden? Wo fehlt es vielleicht auch an Kooperationen? Die sind ja auch ausbaufähig, haben wir gerade auch noch mal gehört. Wer möchte dazu was sagen? Ich habe mal meine Hand gehoben, Marie West auch. Also gerne Ulrich Fischer und danach Marie West, ja. Genau. Ich glaube, wir sind noch lange nicht am Rand dessen oder auch noch nicht mal in der Hälfte angekommen, was wir an Effizienz verbessern können. Und wir haben auf dieser Tagung einiges gesehen, was uns nicht nur durch Digitalisierung von Objekten, sondern auch durch Digitalisierung von Arbeitsprozessen noch an Möglichkeiten vielleicht gegeben wird, um alle Schritte von der Priorisierung im Haus über die Überlegungen zu möglichst effizienten Maßnahmen durch Untersuchung etwa von Materialgruppen zum Beispiel bis hin zur Ablaufsteuerung von einzelnen Prozessen über Digitalisierung, über digitale Verfahren. Da glaube ich, ist eine ganze Menge zu holen. Und der zweite Punkt, den ich hier anbringen muss, wir reden oft zur Effizienzsteigerung von Prozessketten. Das ist auch nachvollziehbar. Ich habe auch im Chat gesehen, dass darüber schon nachgedacht wurde. Aus unserer Erfahrung, die wir ja in Köln sozusagen ein Haus betreiben, in dem verschiedenste einzelne Schritte hintereinander am entsprechenden Archivgut durchlaufen werden müssen, bin ich ein ganz bisschen skeptisch, dass man diese Ketten ganz fest installieren sollte. Meine These wäre tatsächlich eher zur Vermeidung von Flaschenhälsen, würde ich Prozesse voneinander entkoppeln, gleichwohl natürlich gemeinsam denken. Herzlichen Dank. Marie Fest? Sorry. I would add that an organization, if you have to look at the budgets, you need to be efficient. And I think, again, we are different in different parts of the world. That if you have the conservators in the decision line within the institution, it's actually a lot easier to work with the priorities. It's simply easier inside the institutions to lay down projects or lay down processes and say, this is not necessary. If you do a tendering, you give an object to a private workshop, they will solve the task they have. And they are not questioning if this is wise or not. They will solve the topic they were given to solve. And I think that in Denmark, heritage institutions, they hire the conservators as staff. So we don't, more or less in whole of Scandinavia, we don't have a market because nobody are giving objects for conservation to private workshops. So as a conservator, you don't think you should make a workshop because there are no market for it. It's probably also linked to the, in Scandinavia, very early on, we had public libraries several hundred years ago, and we didn't have that many wealthy people to make their private libraries or their private collections. So nobody are really asking for these workshops
So the market is somehow also driving things. And I wonder if the libraries probably and the museums, they are the market because they ask these things from private workshops. So what came first, the hen or the egg? I don't know. Sehr ein wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, Marie-West. Nicht in jedem Land gibt es eben diesen Markt. Mattia, können Sie vielleicht ein bisschen aus Ihrer Sicht sozusagen, Sie haben mehrere Länder im Blickfeld, sagen, wie dieses Problem, wie man sich behelfen kann mit dieser Tatsache? On the European scale, I think because of the principle of subsidiarity, it's difficult to make the case for joint investments into conservation or culture, because these are still nationally funded. But I know that some countries have invested heavily into conservation and digitization from the resilience funds that were recently made available through Brussels. There are lots of investments into national electronic infrastructures, and digitization programs could be seen as contributing to those infrastructures because they basically make data available for research. And I think we need to continue to make the case that collections are research infrastructures. Archives are research organizations. The archival collections are continually made available to researchers for the purpose of research, whatever research that is, humanities, legal research, or what the case can be made that archives are collections of information that is essential for societies to exist. I think the evening lecture made that quite evident. And following on from that, I think we need to move away from the economic argument only. I remember the case that was made a couple of years ago in the UK where people were asked what they consider more important in their vicinity, a football stadium or an archive, and we know the answer. So we cannot develop a case on that basis. I think collections and library and archival collections included are important because of their contribution towards our identity, because they reduce social inequalities, because they contribute to our well-being, and those arguments we need to be making as well as the economic arguments. In der Tat. Ich finde es auch sehr unfair, das eine gegen das andere ausspielen zu wollen, muss ich sagen, an dieser Stelle. Hier gibt es noch ein paar Einlässe im Chat, Einlassungen, ja, das Forschungsfeld und auch Mittel zur permanenten Evaluierung der aktuellen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, also die langfristige Beobachtung wird hier nochmal angemerkt, die sich wichtig sei. Das hatten wir ja auch schon kurz erwähnt und hier wird auch nochmal eingeworfen, dass in Deutschland zumindest im Sinne des Föderalismus die Förderung des Originalerhalts glücklicherweise zu ganz, wo stand es, ganz großen Stücken an den Ländern hängt, nicht nur an der Bundesregierung. Das bestätigt nochmal, was Ulrich Fischer auch gesagt hat. Ne? Nicht alles kann von oben herab sozusagen delegiert werden. So, ja, dann haben wir hier noch eine ziemlich lange Chat-Aussage, herzlichen Dank für die hochkarätig besetzte Konferenz, die spannenden Beiträge. Meine Quintessenz aus dem heutigen Vormittag ist, dass Bibliotheken und Archive sich künftig von komplexen Systemen eher weiter zu hyperkomplexen Systemen entwickeln werden. Es ist genau die Forschungsmittel, die Frau Hartwig gerade ansprach, die benötigt werden, passive, nachhaltige Prinzipien der Bestandserhaltung und CO2-Neutralität sollten den Erfordernissen der Kühltechnik im Klimawandel gegenübergestellt werden, wünschenswerte hydroskopische Materialien in den Magazinen gegen die Rückzugsmöglichkeiten für Insekten und der Gefahr zunehmenden Befalls abgewogen werden und viele andere
andere Fragen mehr. Liebes Publikum, wenn Sie jetzt nochmal definieren sollten oder sagen sollten, welche Aufgaben Sie zentral für die KEK in den nächsten, sagen wir mal, nicht 100 Jahren, aber 10 Jahren sehen, schreiben Sie uns die doch auch mal in den Chat, einfach so stichworthaft. Das fände ich nochmal ganz interessant, wenn wir dazu ein paar Stichworte haben. In Sachen Infrastrukturen möchte ich nochmal die anderen fragen, wo sehen Sie möglicherweise noch Stellschrauben, Nachholbedarf, Verzahnungen, die bisher gefehlt haben, wo könnte man vielleicht noch enger und besser und anders kooperieren, Herr Kissenich-Zerfass? Also ich glaube, dass es ein großes Thema ist, mit dem wir uns befassen werden müssen. Das ist heute sehr stark im Mittelpunkt gestellt worden, in dem Klimawandel und was das eben für den Kulturguterhalt bedeutet, aber genauso gut eben der andere Megatrend, der ja auch ein eigenes Panel hatte, eben die Digitalisierung. Und da, glaube ich, muss man noch weiter daran arbeiten, dass die Dinge zusammengeführt werden in einer guten Richtung. Also es hat schon einige Argumentationshilfen, Projekte bedurft, um zumindest mal hier in der deutschen Forschungsgemeinschaft den Rückhalt dafür zu bekommen, dass bestandserhalterische Maßnahmen in Vorbereitung auf eine Digitalisierung überhaupt sozusagen mit antragsfähig und förderfähig sind. Das mag jetzt rückblickend fast eine Selbstverständlichkeit sein. Schön, dass es hier so ist, aber wenn auch eben von den großen europäischen Töpfen die Rede war. Da sind natürlich auch Fördermittel in diesem Megatrend Digitalisierung viel. Leicht in Anführungsstrichen. Wir wissen alle, wie schwierig es ist, einen EU-Antrag zu stellen, das ist klar. Aber trotz und alledem, dort sind ganz andere Strukturen vorhanden und wir müssen sehen, mit unseren Anliegen, das kann man jetzt negativ als Trittbrettfahrerei verstehen. Ich würde es aber ganz anders sehen. Wir bringen einen Gewinn für den Kulturguterhalt ein, wenn wir mit unseren Anliegen an eine fachgerechte Digitalisierung, die auch die Objekte schont, beim Erstellen, aber auch danach eben durch das Vorhandensein und die Verfügbarkeit der Digitalisate weiterzukommen. Also ich denke, dass diese beiden ja jetzt auch nicht seit gestern vom Himmel gefallenen Megatrends, die werden unsere Arbeit richtigerweise weiter beschäftigen und bringen insoweit mehr Vernetzung. Ich will es nicht jetzt auf Komplexität bringen, wäre mathematisch wahrscheinlich aber korrekt, dass wir einfach noch auch weitere Professionalitäten in unsere Diskussionen mit einbeziehen werden. Ja, wir sind schon seit einigen Jahren mit Bauphysikern und anderen Disziplinen im Gespräch, aber so wird ein weiteres Expertennetzwerk nötig sein, um diese Herausforderung als Chance auch für das kulturelle Erbe und ihren Erhalt zu nutzen. Ich würde ganz gerne auch die finnische Perspektive nochmal auf diese Herausforderung hören. Klimawandel, Digitalisierung als große Themen, ja, und interdisziplinäre Infrastrukturen, andere Forschungsfelder, die mit einbezogen werden müssen. Ville Kajane, wo sehen Sie vielleicht auch noch Kooperationsbedarf in allem, was Sie derzeit beschäftigt? Well, I have to get back to the efficiency. I quite agree, as Ulrich Fischer mentioned, that we could be much more efficient. Well, the problem is that if you want to be more efficient, you have to do more research, you have to do more testing, you have to do more piloting. That always means in the digitalization process that you have to have breaks. And what I'm asking myself often is that do we always have to do the testing on ourselves, or could we be a little bit more confident on the results and conclusions of the different piloting or similar testing that are going on around Europe and I think internationally. So maybe we should have more confidence on our colleagues on this thing. We have, for example, have been doing a little bit cooperation with our Norwegian colleagues who are running quite similar digitization. And of course, with all their oil money, they have been able to test things for a much longer period that we have been capable of. And in the beginning, we had a little bit different idea of the setup of the scanners we are going to use. The idea was only to have maybe one or two kind of a high-speed scanners. And the results of the Norwegian tests
showed a little bit different result, so you should have a little bit different set of document scanners, so on. And now in retrospective, when we look at it, I can say that the test results were pretty close to the setup we are having at the moment. So we did our testing. Maybe we should have been a little bit more confident on our colleagues' professionalism. And I think on this level, we could have a little much more cooperation and a framework in European context or even in international context. Thank you very much. Matthias Trillic wanted to say something. Thank you. Yes, I just wanted to add another perspective to what gentlemen have already been saying. I couldn't agree more that digitization and climate change are going to drive progress. But we could see these two as two sides of the same issue, of the same coin. On the one hand, there is a lot of energy that needs to go into data storage, for example, and servers need to get that energy from somewhere. And we've seen the presentation by Marie where she was exploring how energy that is used to run their storage areas is being sourced such that it is greener. So green digitization is very much a big issue in the field of digitization. To do with where that energy is being sourced. So that speaks directly to climate change. But I would like to add social change to this into the mix, because we know that the next generations are living their lives in the digital world. The Z generation has been born into internet. They will, with all likelihood, consume heritage that is digital in the future. So those are arguments that we need to take into account as we think, not 100 years in advance, but the next generation. Ja, das ist auch nochmal ein ganz konkreter Blick in die Zukunft, an die Nachgeborenen zu denken. Gibt es noch irgendwelche Ergänzungen zu dem bereits Gesagten Ihrerseits? Im Chat ist jetzt auch nichts weiter aufgeploppt. Ursula Hartwig. Da ist jetzt gerade was reingekommen. Ja, vielleicht können wir das erstmal dann vorziehen, genau. Genau, dann darf ich das mal verlesen von Almut Merker. Gerade der Nachmittag gestern hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Befinden wir uns in der westlichen Welt nicht einmal mehr in einer neokolonialen, privilegierten Lage? Wir haben Möglichkeiten, Kräfte und Gelder und Politik zu mobilisieren, um unsere schriftliche Überlieferung zu erhalten. In anderen Regionen dieser Welt ist das nicht möglich, beziehungsweise sehr erschwert. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Vielen Dank, Almut Merker, die Sie hier reinbringen, die wir tatsächlich noch ganz wenig angesprochen haben. Ein bisschen haben wir davon gestern was gehört, aber das war ja auch nur ein ganz kurzer Einblick in einige von Projekten weltweit. Welche Gedanken haben Sie zu genau dieser Fragestellung? Der globale Süden, der teilweise eben nicht die Infrastrukturen, die Möglichkeiten hat. Marie West. You have to unmute yourself. Sorry. Yeah. The libraries and archives, I think they are already facing what our other regions has in demand from us in the Western world, because it's not only the museums, it's also the libraries and archives who collected objects, books, archives from their colonies or travels to the Far East. And these are questioned today or were already 40 years ago. So every institution has to deal with that. And if not now, then in the future. And I think digitizing is a way of solving that. But Matthias said that young people, they are very much linked to the digital world and they want to access material digital. And that's certainly true. But nevertheless, still, when they live their lives digital, they like also to do
practical things. They like to touch the parchment. They like to understand the real objects. And when you look at the heritage, it's very important today to have back your cultural heritage. So it's a negotiation, and it's, I think, a long way, a long move to go through. We shipped Icelandic manuscripts to Iceland from the 1960s, and they were collected in 17th and 18th century. And it really hurted some of the librarians in the library to like give away these manuscripts, which they felt as their manuscripts. I have read about the case, and I don't really feel anything, but of course the Icelandic should be able to see their objects. So there are like two directions, more digital, but then another need for being in the real world with real objects. Thank you very much. Gibt es dazu noch Ergänzungen? Nur eine kleine, die, glaube ich, wirklich Almut Merkers Frage oder Hinweis nicht beantwortet, aber gerade auch in der UBI Leipzig, ich sage es andersrum, das Gute an der Förderung der KEK ist, dass wir ja nicht deutschsprachiges Kulturgut nur sozusagen in die Förderung nehmen können, sondern was in die Projekte kommt. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, den Marie West schon gesagt hat. Die Einrichtungen haben es ja in den Magazinen. Und da wird also jetzt nicht noch gruppiert, dass es quasi Deutsch und das ist nicht Deutsch, ich meine, ganz hart, Entschuldigung für die Terminologie, aber dass eben tatsächlich wie in den Einrichtungen überliefert ist, das Kulturgut in den tatsächlich Grenzen, also mit den 16 Ländern, die wir hier haben. Insofern wird das berücksichtigt, das hilft natürlich nicht außerhalb der Bundesrepublik, aber das, was sich hier historisch eingetragen hat, wird jetzt nicht aussortiert, sondern wird genauso, also da haben wir verschiedenste Projekte, die einfach das, was entstanden ist in den Einrichtungen, in den Archiven und Bibliotheken. Aber ich glaube, Almut Merker wollte eigentlich eine andere Antwort haben als das. Ich würde vielleicht noch trotzdem kurz zu den Infrastrukturen sagen, weil auch der Koalitionsvertrag jetzt angesagt war, den wir jetzt ja noch, also angesprochen war, den wir noch nicht von vorn bis hinten gelesen haben. Aber tatsächlich sind wir von Koalitionsverträgen auch getragen worden. 2009, 2013, 2018. Egal, was da jetzt drinsteht oder nicht drinsteht, was uns wirklich getragen hat, ist ja auch der politische Auftrag, auch zwischen Bund und Ländern, auch der Föderalismus ist ja nochmal angesprochen worden im Chat. Und ich glaube, das ist was uns auch ja sozusagen so stark begleitet hat, dass wir, da wir ja auch Geld ausreichen können, wirklich auch so nach 10 Jahren dastehen können. Ich glaube aber wirklich, na klar, wir waren erst nur für 5 Jahre gegründet, dann sind wir evaluiert worden, jetzt sind wir jetzt schon im gerade guten 10. Jahr. Wollen das natürlich, Sie sehen es alle, Sie sehen es als Daueraufgabe, da braucht es eine Verstetigung. Das geht aber nicht darum, eine KEK zu verstetigen. Es geht darum, das ist auch eine Dimension, dass ganz viele beteiligt sind in den Einrichtungen, in den Werkstätten, in den Ländern. Und dass die auch wissen, dass diese Energie, um da jetzt quasi auch den nächsten Antrag, ganz platt gesagt, den nächsten Antrag zu schreiben und den auch an einen Dienstleister zu bekommen, in eine Werkstatt zu bekommen, dass das kein 5-Jahres-Geschäft jetzt ist, sondern eines, was eben auch wirklich eine Verlässlichkeit hat. Also die mittelfristige Planbarkeit, die ist wirklich für uns eine überlebenswichtige Komponente und uns umklammert jetzt wirklich alle, die an so einem Projekt beteiligt sind. Von politischer, fachlicher, öffentlicher Ebene, alle sind damit sozusagen, dass man weiß, da kann man jetzt einfach auch in die nächsten Jahrzehnte gehen. So viel zu Infrastrukturen, die wir wirklich noch stärker belastbarer. Das ist diese Ertüchtigung, die wir noch brauchen, das Phasenmodell. Die Ertüchtigung, aus der sich dann auch sicherlich diese Fragen ergeben müssen, wie umgehen eben mit Infrastrukturen oder mit fehlenden, die in Ländern nicht vorhanden sind, die möglicherweise nicht die Gelder dafür haben. Man könnte ja jetzt ein bisschen polemisch sagen, ach, ist ja ein Luxusproblem, die überlegen, wie sie ihre Originalschriften hier irgendwie erhalten. Andere Länder müssen mit ganz anderen Dingen klarkommen, aber wir haben ja ein sehr einprägsames Beispiel auch gesehen, und gehört, wie wichtig genau diese Archive, Bibliotheken eben für die Identifizierung, für eine offene Gesellschaft sind. Insofern ist diese politische Dimension natürlich nicht wegzudenken.